Und dann werde ich dafür bemängelt, dass ich zu Hause bin? Sag mal lieber, ich glaube, er hieß Andreas. Hast du mal deine Hirnlage irgendwie gecheckt? Ich weiß, ich muss mich eigentlich ja gar nicht rechtfertigen und bla. Aber dieser Kommentar, der hat so gesessen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche draußen, meine Lieben. Achso, Maras braucht Klamotten. Oh, Scholzkopf. Ja, ich bin jetzt gerade wach geworden. Bin schon 30 Minuten ungefähr wach. Was ist denn das hier? Okay. So, jetzt schon schnell Maras hier seine Klamotten raus. Weiß gar nicht, was ich ihm geben soll, ja. Ich mach es mal. Der riecht sogar gar nicht. Ich hasse dieses. Na doch. Ich muss hier immer Wasser reinkippen. Der Tropf. Immer leer läuft und dann anfängt zu stinken. Und dann hört es sofort auf. Wenn er sich mit Wasser füllt. So. Mach hier nochmal Fenster auf, weil das echt stinkt. Eigentlich hatten wir ein neues Teil bekommen für unten für den Traps mit so einer Dichtung. Aber irgendwie meldet sich da keiner. Das macht mich gleich aggressiv. Jetzt habe ich seine Klamotten runtergebracht, aber nicht meine. So, jetzt machen wir uns erstmal hier fertig anziehen und so. So, der Ford ist jetzt vollgepackt mit unserem ganzen Schrott. Also Sperrmüll. Jetzt hat man hier halt wieder schön viel Platz, voll gut. Und jetzt fahren wir mit ihm hier. Und ich habe gerade schon überlegt, ob ich den nicht hier irgendwie putzen kann, damit der einmal, weil ich kann da mit dem Auto ja jetzt mal nicht durch die Waschanlage fahren. Wegen des Unfalls, sonst reißen die mir nachher noch da die Schürze ab. Deswegen überlege ich, ob ich das per Hand mache einfach. Naja, ich muss mal gucken. Und gesaugt werden müsste das Auto auch, bevor ich den dann reinsetze. Ach so, da ist er ja schon. Fährt sich voll anders, das Auto. Noch viel lahmarschiger als der große. Komisch. Okay, jetzt Sperrmüll und dann nach Marleen zur Fahrschule. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin ja mit dem Fahrrad. Ey, das war ja vielleicht eine Aktion, Leute. Ich bin ja mit dem Fahrrad heute zu Maras gefahren, um ihn abzuholen. Er hat eiskalt die ganze Strecke geheult, gejammert, geflucht, geheult, gejammert, geflucht und dann hat er wieder geflucht, gejammert und geheult. Wieso? Darf ich dich jetzt verkloppen? Nein. Eine Runde? Nein. Warum nicht? Nein. Kleine Mama gewesen heute. Nein. Nur gezickt hat er. Nein. Nur gezickt Nein. hat er. Nein. Wo ist dein Fahrrad? Oh, hebst du es mal bitte auf und stellst es mal hier hinten mit hin? Nein. Hol's her. Klasse. Hör auf zu jaulen und zu jammern. Sonst muss ich dich gleich mal über Schieb's an die Wand. Beziehungsweise du kannst es jetzt auch hier reinstellen. Wir haben hier nämlich aufgeräumt. Komm her. Nur weil es dreckig wird. Genau. Ja, nicht in die Tür legen. Und es hat einen Ständer. Au!
Weil die verkloppt werden. Papa, komm! Macht er auch das Tor wieder zu? Ja, keine Ahnung. Also die Strecke fahren, das war überhaupt gar keine gute Idee mit dem Knirps, ey. Ich weiß nicht, ob das ein zweites Mal überleben würde. Ich hoffe jetzt, dass wir erstmal was zu essen ordern. Ich habe nämlich Hunger. Der Schirm von der Wäscherspinne deckt echt alles ab, ne? Auch ne, hier vorne nicht. Ich hoffe, das trocknet noch schnell. Oh, hier ist noch nass. Ja. Den Pool kann ich ausmachen. Was macht er denn da jetzt? Was? Nee, bring rein, alles gut. Ich verklopp dich heute noch richtig. Auf nackten Po hau ich dir die Hand drauf. Dass du alle fünf Finger da drauf hast. Ja, jetzt lachst du noch. Nein. So richtig, zieh dir richtig deine Hosen dafür runter. Den Schlüppi zieh ich hier runter. Und dann mach ich so. Und gib ihm. Hm. Frag mal deine Schwester, habe ich auch schon mit Marlene gemacht, stimmt's? Was? Auf den nackten Po gehauen. Dass alle fünf Finger auf deiner Arschbacke waren. Mhm. Hallo! Hi! Mach mal bitte Essen, ich hab Hunger. Ja, ich fang an. Machst du Chitsu, das wäre ja toll. Kann ich mich gleich ein bisschen bei dir im Bett verstecken? Nein. Warum kneift sich mir das Auge so zu? Weiß ich nicht. Charlie! Lassi. Bibi, was machst du denn? Ich weiß auch gar nicht, wo Mara bleibt. Ich frag mal. Matthias, hast du Mara gesehen? Okay, dann ruf ich sie an. Hat extra geguckt. Ich hoffe, sie. Jetzt hat Kamera. Oh, nee, es wird Papa-Tias gewesen sein. Ist ein Stein unten? Ich ruf mal kurz Mara an. Ja, die haben nämlich noch was gegessen. Ich habe denen unterwegs noch was geholt. Zu essen bei der Imbissbude. Und jetzt warte ich gerade auf sie, aber ich rufe sie jetzt einfach an. Leute, ich habe vorhin einen Kommentar gelesen. Lesen müssen. Aufstoßen. Der ganz schön gesessen hat von einem Herrn, der hier die Videos mitguckt anscheinend oder nur eins gesehen hat. Ich weiß nicht, ob der mehrere hier guckt oder was. Das muss eine Person gewesen sein oder ist eine Person, der nicht mitgeschnitten hat, was es gerade aktuell für eine Lage hier ist in Deutschland. Er schrieb, ich hätte ein langweiliges Leben. Mein Tag bestehe daraus, sich meine Schuhe anzuziehen, die Kinder abzuholen. Ich glaube, ich bin die einzige Influencerin, die immer bemängelt wurde dafür, dass sie so viel unterwegs ist. Ich wurde immer bemängelt, dass ich nicht zu Hause bin. Und jetzt gerade haben wir die Lage, wo ich einfach überhaupt gar nichts unternehmen kann, großartig. Und dann werde ich dafür bemängelt, dass ich zu Hause bin. Sag mal lieber, ich glaube, er hieß Andreas, hast du mal deine Hirnlage irgendwie gecheckt? Hat er nicht mitbekommen, was wir gerade hier für eine aktuelle Lage haben? Hat der überhaupt was mitgeschnitten? Natürlich hocke ich den ganzen Tag zu Hause. Und natürlich ist mein Highlight, die Kinder abzuholen oder mal einkaufen zu gehen, was ich auch nicht mehr jeden Tag mache. Natürlich kommt zu meiner aktuellen Filmlage auch noch schwerwiegend hinzu, dass ich euch nicht zeigen möchte, wo ich wohne. Also das heißt, es fallen natürlich viele Filmsituationen, Filmsequenzen weg
wo ich im Auto gefilmt habe, vor der Tür, wie wir nach Hause gefahren sind oder. Die jetzt natürlich alles wegfallen oder genauso wie Einkaufstüten aus- oder einräumen vor dem Lebensmittelgeschäft oder wie auch immer. Das fällt natürlich jetzt alles weg, ist ja klar. Weil ich einfach nicht will, dass ihr wisst, wo ich wohne. Weil ich einfach, ganz ehrlich, es ist einfach, ich liebe euch, ja. Ich liebe euch alle da draußen, keine Frage. Ich freue mich immer unglaublich, wenn ich angesprochen werde, wenn ich unterwegs bin. Wirklich, ich schwöre bei Gott. Aber was ich absolut unter aller Kanone fand im letzten Haus war, dass ich vor dem Zaun teilweise Grüppchen gebildet haben, die dann geguckt haben, wo und wie wir leben und wie wir im Haus rumlaufen, wie so ein Zootier. Und das ist einfach ein Thema, das will ich nicht mehr. Hier wäre es gar nicht möglich. Also unser Grundstück ist ja rundum ummäuert, ja. Das sieht man ja hier. Also wir haben ja wirklich komplett Mauer und hier kann man gar nicht irgendwo stehen und uns zugucken, wie wir jetzt zu Hause sind beispielsweise. Aber ich habe einfach keine Lust darauf, dass jemand weiß, wo wir wohnen. Es ist ja auch soweit gar kein Problem, aber natürlich ist mir auch aufgefallen, dass viele Filmsituationen deswegen wegfallen. Ich bin schon an einer Lösung, also am Suchen einer Lösung, dass ich plus noch diese große Kamera, die natürlich nicht sehr diskret handzuhaben ist, vor allem vor fremden Menschen, schränkt mich natürlich enorm ein, keine Frage. Da bin ich auch noch am Suchen nach einer Lösung, wie gesagt. Aber meine aktuelle Haussituation zu bemängeln, finde ich echt krass. Ich glaube, ich bin die Erste. Was hat Maris gerade gesagt? Das war ja der Knaller überhaupt. Es war ja jetzt die Ankündigung für Berlin, dass ja dann die Außengastros wieder aufmachen ab morgen. Und da hat er gesagt im Auto, Mama, wenn jetzt die ganzen Cafés und die Restaurants wieder öffnen, fahren wir dann in den Urlaub. Weil er einfach weiß, dass wir immer unterwegs sind, einfach immer unterwegs sind und machen und tun. Und dann so einen Kommentar zu lesen, wow, also ich war echt, dass ich dachte, vielleicht war es wirklich nur ein Video, was diese Person gesehen hat von uns, dass er sich gelangweilt hat, was ich auch natürlich verstehen kann. Ich meine, deswegen habe ich ja zum Beispiel auch aufgehört, sonntags zu filmen, weil sonntags ist ja noch weniger los und man macht ja absolut gar nichts. Und dadurch, dass ich ja auch nicht mehr täglich einkaufen gehe und so weiter, fällt natürlich enorm viel weg. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich wirklich irgendwie, ja, meinen ganzen Kanal hier umstrukturiere, vielleicht auch nochmal mit einer Namensumbenennung. Das habe ich mir gerade eben so überlegt. Vielleicht ist es sinnvoll, vielleicht ist es nicht sinnvoll. Ich habe keine Ahnung, wie oder was oder ob überhaupt. Das muss ich auch nochmal mit Matthias alles besprechen. Aber ja, klar, der Kopf, der arbeitet. Und ich weiß ja selber, was euch fehlt und was ihr gerne hättet und so weiter. Ne? Das ist ja ein ganz schwieriges Thema. Ihr könnt das ja gerne mal unten kommentieren, wie ihr das seht, was ihr machen würdet, was ihr denkt, was geil wäre, was vielleicht fehl am Platz ist oder. Ja, ein schwieriges Thema. Und dieser Kommentar, der hat mich so außer Fassung gebracht, wo ich dachte, ey, was macht er den ganzen Tag? Was macht die Person denn den ganzen Tag? Check ich halt einfach so gar nicht. Was hat diese Frau für ein langweiliges Leben? Die über ihr Leben ein 8-Band-Buch breit schreiben könnte. Nicht 8-Buch-Band breit, sondern ein 8-Band-Buch schreiben könnte. Ich habe ein langweiliges Leben, ja. Das stimmt schon. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern vergessen, das Ende zu machen. Ich glaube, nachdem ich mich so in Rage gelabert hatte, hatten wir ja nur noch gegessen und dann war es das. So, der Rasenmäher ist schon unterwegs, die Wäsche wartet noch auf mich. Das war von gestern Abend. Ich trinke jetzt hier meinen halben Liter Wasser. Maris habe ich auch schon Frühstück gemacht, nur Maris fehlt noch. Ja, mal gucken. Ich muss mich jetzt erstmal schnell fertig machen irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als erstes mache. Ich weiß es gar nicht. Egal, ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss. Das war's hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend.
heute, warte mal, ihr seht dieses Video jetzt am Freitag. Heute ist ja Freitag. Um Sonntag wird es ein extra Film geben, ein extra Video, wo ich eure Hilfe brauche, wo ihr mitbestimmen könnt für Namensvorschläge für den Welpen. Ich bin sehr gespannt, was ihr da so erzählen werdet, aber ich drehe das Video heute, damit das dann Sonntag mit online gehen kann. Ich bin sehr gespannt. Was machst du? Du findest keine Socken? Nein. Komm, dann klauen wir uns welche aus dem Trockner. Ja. Aber cool und nicht so langweilig. Cool, aber nicht so langweiliger. Hab jetzt schon die coole Hose. Das ist doch das Problem, dass da keine drin sind. Hier. Mit Lego. Das ist ja für uns, für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss und gute Nacht.